Servus, liebe Dutch-Ofen-Freunde. Im Sommer ist ja die Zeit, wo man nicht unbedingt Bock auf fettige Schweinebraten hat, sondern eher was Leichtes. Da passt Pasta richtig gut. Deswegen machen wir heute eine Pasta nach Jägerart, beziehungsweise Spaghetti nach Jägerart. Und was wir dafür brauchen, wie die funktionieren, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es Part 3 der Pasta-Rezepte und nach meinen Istrien-Spaghetti und den Mittelmeer-Pasta gibt es heute Spaghetti nach Jägerart und was wir dafür alles brauchen, schauen wir uns jetzt erst einmal an. Bei Pasta braucht man natürlich Nudeln, welche ihr da nehmt, ist völlig egal. Ich habe mich wieder für Spaghetti entschieden, die sind bereits auf al dente vorgekocht. Dann haben wir hier Champignons, hier hinten haben wir einen Topf Basilikum, wir haben frischen Spinat, etwas Metaxa, Olivenöl, hier haben wir Knoblauch, hier haben wir schon gewürfelte Zwiebeln, gewürfelten Bacon, einen Weißwein, wir haben Pfeffer, Milch, Sahne und zum Würzen natürlich wieder meinen Medikopter und eine kleine Wespe ist auch noch mit dabei. Wie immer bei McAllister, Rezept und genaue Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Ihr seht, ich habe die lästigen Schnibbelarbeiten heute schon erledigt. Basis von unserer Pasta ist auch heute wieder eine schöne Basilikumpaste, die wir aus richtig guten, frischen Basilikum herstellen werden. Das habt ihr ja vermisst bei meinem ersten Video, bei den Istrien-Pasta und das möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen zeige ich euch jetzt auch schnell, wie wir die machen. Das Ganze geht spielend einfach. Wir nehmen uns einfach nur die Blätter von unserem Basilikum, von diesem wunderschönen Bäumchen hier runter. Und was hier jetzt so mächtig viel ausschaut, wird gleich nicht mehr so viel sein. Wir nehmen uns unseren Mörser und werden das jetzt erstmal kurz platt stampfen. Da treten dann die ätherischen Öle und der ganze Saft bzw. ja, das Wasser aus unserem Basilikum aus. Wird alles schön aufgestoßen und nach einer guten halben Minute ist schon gar nicht mehr so viel von unserem Basilikum da. Wir geben da jetzt einfach einen kleinen Schluck an Olivenöl mit dazu. Das Ganze wird nochmal schön vermengt. Prinzipiell kann man jetzt hier auch noch ein bisschen Salz dazugeben, aber wir haben halt so viele Salz und würzige Komponenten, dass wir uns das Salz hier bei dieser Basilikumpaste sparen. Und dann ist unsere Paste hier auch fertig. Und von dem ganzen Busch, den wir jetzt hier hatten, ist dieser eine Esslöffel die magere Ausbeute, was hier dabei rauskommt. Aber das wird uns richtig kräftigen Geschmack in unsere Pasta bringen. Und das war's dann an Vorbereitungsarbeiten. Zubereiten werden wir das Ganze wieder im DO6 von Barbecue Toro. Und ich werde mir jetzt meinen Hockerkocher hier anschmeißen und den Dutch-Ofen schon mal aufheizen. Beginnen werden wir damit, dass wir unseren Bacon auslassen werden und einmal schön anbraten werden. Nach einer guten Minute, wenn der Bacon schon ein bisschen Fett und Wasser gelassen hat, werden wir gleich unsere Zwiebeln mit dazugeben, werden die hier mit anschwitzen und auch unsere Champignons dürfen hier mit dazu. Und hier wird der Garprozess eher ein bisschen länger dauern. Denn die müssen jetzt erstmal kräftig Wasser lassen und da werde ich hier mal ordentlich Schub drauf geben. Eigentlich bin ich ja der Freund, dass ich immer hier noch ein bisschen Salz mit dazu gebe, dass die schneller Wasser lassen. Aber zusätzliches Salz hier, das würde schnell in die Hose gehen heute. Mit dem Bacon haben wir ja wirklich schon reichlich an salziger Komponente. Und deswegen braten wir die Champignons heute einfach nur so an. Die Champignons sind jetzt in der Zwischenzeit schon gut eingefallen und einiges an Wasser ist jetzt hier auch schon verdampft. Das ist jetzt die Zeit, wo wir unseren Knoblauch dazugeben werden, denn der soll jetzt hier noch ein bisschen mit anbraten und den könnt ihr euch durchpressen, den könnt ihr euch klein hacken. Das macht ihr ganz individuell, wie ihr wollt. Ihr nehmt auch so viel, wie ihr wollt und das Ganze ist natürlich immer wieder abhängig davon, hat man am Abend noch ein Date oder nicht. Aber nach 9 Jahren Ehe darf man schon mal ein bisschen Knoblauch in sein Essen hineingeben. Geil, Schatzi? Sie grinst nur.
Freunde, und schon haben wir hier auch wieder ein Geruchserlebnis der Superlative. Knoblauch, Champignons, Zwiebel und Bacon. Also das kann einfach nur gut werden. Das alles ist jetzt soweit gut angebraten, hat schon leicht Farbe bekommen. Und das ist der Moment, wo wir das Ganze jetzt ablöschen werden, und zwar mit Metaxa. Ich werde das Ganze dann auch flambieren. Die meisten kennen es ja schon aus ein paar anderen Dutch Oven Videos. Seid dafür. Ja, die Flamme vom Hockerkocher hat hier schon alleine das Feuer entzündet und alles flambiert. Der Alkohol ist jetzt hier auch schon verbrannt, und dann werden wir jetzt auch gleich unseren Weißwein mit dazugeben. Da nehmen wir gute 200 Milliliter. Und der Weißwein darf jetzt hier erstmal schön aufköcheln und darf gut um die Hälfte einer reduzieren. Der Wein ist dann gut um die Hälfte einer reduziert, und wir werden jetzt unsere Sahne hinzugeben. Prinzipiell könnte man jetzt auch die doppelte Menge an Sahne nehmen, aber wir machen das Ganze ein bisschen kalorienarmer und nehmen hier jetzt dann noch den Rest an Milch. Dann kommt unsere Basilikumpaste, die wir uns eben schön angemörsert haben, mit dazu. Das Ganze darf einmal verrührt werden. Dann würzen wir das Ganze noch mit dem Medikopter, beziehungsweise ihr könnt da jedes x-beliebige mediterrane Gewürz verwenden. Und dann darf das Ganze nochmal für gute 5 Minuten schön auf- und einköcheln. Unser Süßchen hat jetzt gute 5 Minuten eingeköchelt, und das ist der Moment, wo wir jetzt unsere Spaghetti dazu geben werden. Wie erwähnt, die sind wieder al dente gekocht, und den Kleber hier, der vom Kochen ausgetreten ist, den haben wir nicht abgewaschen von den Nudeln, denn der sorgt dafür, dass jetzt die Nudeln schön die Soße ansaugen, dass die Soße auf jeden Fall schön auf unseren Nudeln kleben bleibt. Und dann werden die Spaghetti hier schön untergemengt. Und alles, was hier zusammenklebt, das wird sie jetzt ziemlich bald lösen. Da braucht ihr keine Sorgen haben. Oh, und das sieht schon mal hervorragend aus, Freunde. Und der Grund, warum wir die auch al dente gekocht haben, dass die jetzt hier nochmal komplett fertig ziehen können und den Rest der Soße auch wirklich aufsaugen. Also viel von der Soße wird hier dann nicht mehr übrig bleiben. Und das Ganze dauert jetzt noch ein, zwei Minütchen. Als letzte Zutat haben wir ja noch unseren frischen Spinat, und den werden wir jetzt hier auch mit dazugeben, und der wird dann einfach nur untergehoben. Wer keinen Spinat mag, kann ihn natürlich auch weglassen. Ihr könnt da auch TK-Spinat nehmen, wie es euch am liebsten passt. Ihr könnt auch Rucola verwenden. Das ist rein optional mit dem Spinat. Gute 2 Minuten später ist unsere Pasta dann fertig. Also das meiste der Soße ist jetzt hier auch wirklich aufgesaugt, und dann können wir die Hitze hier wegnehmen. Wir geben jetzt noch so viel Pfeffer ran, wie wir möchten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Salz rangeben, aber ich denke, die Menge am Bacon, was wir hier mit Salz haben, die langt mehr als genug. Zur Not auch noch ein bisschen Medikopter ran und das Ganze noch einmal durchrühren, und dann wird angerichtet. Und mit unserer Tim Melzer Zange werden wir uns hier wieder etwas rausnehmen. Wer möchte, kann sich jetzt hier nur ein bisschen frischen Blattspinat hier oben mit drauf geben. Bisschen Pfeffer, und et voilà, fertig ist unsere Pasta bzw. Spaghetti nach Jägerart. Ja, liebe Freunde, dann haben wir es geschafft. Dann ist Probierele-Zeit, und ich werde mir jetzt hier ein bisschen was schnappen. Hoffe, dass ich hier so ein Champignon auch mitbekomme. Und dann heißt es guten Appetit. Also auch hier muss man wieder sagen, voll den Geschmack getroffen. Super, super lecker und wirklich eine richtig angenehme Speise, gerade zu dieser warmen Jahreszeit. Wir haben hier gefühlte 30 Grad und ja, Hunger hat man da nicht wirklich. Aber wenn man was essen möchte, passt Pasta einfach immer richtig gut. Und gerade diese Kombination hier aus Bacon, Champignon und dem Spinat ist richtig, richtig fein geworden. Was mir jetzt hier auffällt, man hätte hier tatsächlich irgendwie noch den Käsepart mit hineingeben können. So ein bisschen Gorgonzola-Note hätte hier richtig gut dazu gepasst. Wollte meine Frau nicht, deswegen habe ich den Käse jetzt komplett weggelassen. Aber auch, wenn man sagt, einfach so einen Schmelzkäse oder so einen körnigen Frischkäse, der würde sie hier richtig gut machen. Den kann ich euch ans Herz legen, dass ihr da einfach nur ein bisschen Käse mit dazu gebt.
von der Flüssigkeit her, vielleicht kann man da nur ein bisschen mehr machen, weil das ist jetzt wirklich schon fast zu trocken geworden. Aber das tut im Ganzen wirklich keinen Abbruch. Also da, wenn du noch ein bisschen Brühe mit dazu gibst oder wirklich nochmal 100 Milliliter mehr Sahne, seid ihr da auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz werden wir uns das Ganze jetzt schmecken lassen. Auch hier ist wieder, ich hoffe, das passt da wieder. Passt. Jetzt kommt der Hubschrauber und ich bin völlig raus. Ich hoffe, das kleine Pasta... Schaffe ich es jetzt noch? Ich hoffe, das kleine Pasta-Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar, solltet ihr nun keine Abonnenten sein. Hier drüben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Mich würde mal interessieren, da ich noch ein paar Pasta-Videos machen möchte, auf welche Pastas habt ihr so Bock? Das könnt ihr mal unten reinschreiben. Und dann bin ich raus. Sag danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.